Momentan befindet sich Cheyenne Pade zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Valentina auf der griechischen Urlaubsinsel Kos. Die beiden ehemaligen Let's Dance-Kandidatinnen und Schauspielerinnen lassen es sich dabei offensichtlich gut gehen, gönnen sich zur Freude ihrer Fans aber auch in den Ferien keine vollständige Social-Media-Pause. So erwarteten die Follower der Pade-Zwillinge in den vergangenen Tagen gleich mehrere Videos vom Hotelpool, in denen sie sich ziemlich freizügig zeigten. Für zahlreiche Bilder im Bikini regnete es zudem vor allem bei Valentina Likes und Komplimente. Nun legte jedoch auch ihre Schwester Cheyenne nach und veröffentlichte einen kurzen Clip. Eine eindeutige Ansage an ihre Kritiker fügte die ehemalige Alles was zählt Darstellerin dabei wohl schon vorsorglich an. Cheyenne Pade richtet harte Anspielung an ihre Hater, fick dich. In dem betreffenden Video schaut Cheyenne zunächst lasziv in die Kamera und gleitet anschließend durchs Wasser. Ein Bikini-Oberteil hat die Schauspielerin direkt weggelassen. Dazu schreibt sie lediglich Pooltime und fügt den Worten noch einen Pfirsich-Emoji hinzu, eine klare Anspielung auf ihre im Clip in Szene gesetzte Kehrseite. Unter anderem ihre Schwester, aber auch etliche TV-Kollegen wie Jochen Schropp reagierten darauf begeistert in den Kommentaren. Doch auch Kritiker meldeten sich zu Wort. Ein User schreibt beispielsweise: Warum muss man sich immer so präsentieren? Auf diese Frage ging Cheyenne sogar höchstpersönlich ein und antwortete kurzerhand: Schau mal, wie das Lied heißt. Bei einem Blick auf den Titel, den sie dem Clip angefügt hat, wird die Antwort von Cheyenne an die Hater klar: Es handelt sich um den Track Go Fuck Yourself von 2Feet. Eine weitere Reaktion des Users blieb daraufhin aus. Dafür fanden weitere Fans von Cheyenne die Antwort passend. Auch Valentina Pade antwortete schon auf dreiste Fanfragen. Von Valentina gab es kürzlich ebenfalls einen ähnlichen Pooltime-Clip, allerdings ohne die vielsagende musikalische Untermalung. Das bedeutet aber nicht, dass die Let's Dance-Finalistin ihren Hatern in der Vergangenheit nicht auch schon die Stirn geboten hat.